Herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Video geht es darum, wo die Leitung von Trinkwasser, also speziell Warmwasserleitung und Kaltwasserleitung im Gebäude langlaufen dürfen und was Sie als Planer bzw. als Bauherr, der das quasi im Endeffekt mitplant bei seinem privaten Objekt vielleicht, berücksichtigen müssen. Mein Name ist Luca Ahrens, ich bin Geschäftsführer der Firma Arc Energy und wie eben gesagt geht es um Leitungsführung. So, wir müssen uns erstmal ein bisschen klar werden, was überhaupt an Gesetzesgrundlage besteht. Wir nehmen einfach mal ein dunkles Blau für Kaltwasserleitung, kurz KWW. Und wir haben Anforderungen an Warmwasserleitungen. Für Trinkwarmwasser, Kaltwasser, so rum. Lol. Also, das kalte Wasser, das darf nicht zu warm werden. Also im Klartext darf das nicht wärmer werden als 25 Grad Celsius, weil wir sonst Legionellenbildung haben. Alles zwischen 25 Grad und zwischen 50 bzw. 55 Grad können sich Legionellen bilden. Legionellen bilden sich im Wasser und sind ungefährlich, wenn ich sie trinke. Sie sind gefährlich, wenn ich zum Beispiel dusche und dann aus meiner Wasserleitung ist es ein Dampfform rausgeht und ich sie einatme. Die sogenannte Legionärskrankheit, Legionellose, ist eine Lungenkrankheit. Es sterben jährlich mehr Menschen über die Legionärskrankheit als über Autounfälle und die Schwarzziffer ist wahrscheinlich sogar noch ein gutes Stück höher. Das heißt, das sollte man nicht auf die leichte Schippe nehmen. Wo findet man überall Legionellen zum Beispiel? Man findet sie auch bei Teichen, bei Seen im Randbereich, weil dort das Wasser auch steht und wärmer wird als 25 Grad. Wen trifft besonders hart diese Legionärskrankheit? Besonders junge Menschen, Kinder, Babys und alte Menschen, weil deren Immunsystem sowieso nicht so stark ist. Das heißt, das kalte Warmwasser sollte im optimalen Fall 20 Grad haben, darf aber maximal 25 Grad haben. Mein warmes Wasser muss mindestens eigentlich theoretisch mindestens 55 Grad Celsius haben. In Einfamilienhäusern unter verschiedenen Voraussetzungen darf ich es auf 50 Grad reduzieren, aber das ist mehr, da sind weitere Paragraphen und Regelungen hinten dran, die ich jetzt das Video hier zu lang machen würden. Aber im besten Fall hat das Wasser 60 Grad Celsius. So. Das heißt, angenommen, Sie haben eine Wohneinheit in einem Mehrfamilienhaus oder Sie planen eine Mehrfamilienhauseinheit, dann muss die Trinkwarmwassertemperatur im Speicher unten mindestens 60 Grad sein. Angenommen, Sie haben jetzt ein, ich mache es mal relativ plakativ, wir haben irgendein großes Haus und Sie haben jetzt hier unten irgendwo die Heizung stehen und Sie haben irgendeine Leitung, die läuft jetzt hier oben lang. Hier rüber und wieder runter, also ein Vorlauf und ein Rücklauf, dann muss das Wasser an dieser Stelle hier mindestens 60 Grad Celsius haben und an dieser Stelle minus 5 Kelvin. Also in dem Fall, wenn es 60 Grad hier hat, muss es dort mindestens 55 Grad haben. Das ist, dementsprechend muss auch die Dämmung der Leitung dementsprechend geplant worden sein. Das heißt, da ist es ist nicht einfach so, wir schmeißen da ein bisschen Leitung rein, wir werfen da ein bisschen Dämmung drumherum und sind fertig. Ist es hier wärmer, also reden wir über 65 Grad, dann wäre die Rücklauftemperatur wieder minus 5 Kelvin, also minus 5 Grad in dem Fall, also dann bei 60 Grad. So, nochmal, zwischen 25 Grad und 50 bzw. 55 Grad haben wir ein sehr starkes Wachstum an Legionellen und deswegen ist es gefährlich. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat es jetzt damit zu tun, wo meine Leitungen sich langlaufen. Diese Leitungen laufen mal durch mein Gebäude durch. Die verlaufen in der Regel im beheizten Bereich. So, das heißt, meine Warmwasserleitung hat jetzt eine Dämmung. Ich mache es nochmal orange, jetzt hier drum geht. Diese Dämmung muss gemäß der Vorschrift gibt es sogenannte, es gibt dann ein halbes GEG, beziehungsweise ein GEG, beziehungsweise zwei GEG, so die Einheit. Im Endeffekt heißt es nichts anderes. Die Dicke meines Rohres
und die Dicke meiner Dämmung, wenn die gleich ist, also beides jetzt in dem Fall x wäre oder sagen wir haben 20 mm Rohr, dann müsste meine Dämmung mindestens 20 mm rechts, links, oben, unten sein. Bei einer ganz normalen Leitung, die durchs Gebäude geht. Zumindest bei Trinkwarmwasser. Heizungsleitungen haben wieder ein paar andere Regeln, aber das wird jetzt hier ein bisschen zu weit gehen. So, im Passivhaus muss es mindestens doppelt so dick sein. Also, wenn ich ein 20 mm Rohr habe, muss ich 40 mm rechts, 40 mm links, 40 mm oben, 40 mm unten haben. Wichtig, die Regel besagt, dass die Dämmung des Rohres muss so dick sein. Wenn ich Dämmung drumherum habe, in Form von loser Styropordämmung etc., dann gilt die nicht dort rein. Das ist ein ganz wichtiger Fakt. Es gilt immer die Dämmung des Rohres. So, jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn diese Leitung hier 60 Grad hat und meine Kaltwasserleitung im optimalen Fall vielleicht nur 20 Grad hat oder wenn sie aus dem Erdreich gerade kommt vom Versorger, dann hat die roundabout 8 bis 12 Grad, dass das nicht besonders gut matcht, wenn die nebeneinander laufen. Das heißt, haben wir jetzt hier in unserem Gebäude hier auch eine Leitung, die möglichst in Zirkulation läuft. Also nicht in Zirkulation, aber angebunden. Machen wir es mal einfach mal rüber. Wir haben eine Kaltwasserleitung, die hier rüber läuft. Dann würde jetzt, wenn diese Warmwasserleitung und diese Kaltwasserleitung im gleichen Schacht laufen, also angenommen, wir hätten jetzt einen Schacht, wo die Rohre langlaufen. Und wir haben jetzt hier, also wir haben jetzt hier vielleicht sogar noch zwei Lüftungsrohre drin liegen. Und sagen wir, die Wand verläuft jetzt, ist jetzt das hier, ist die Wand. Das heißt, das Rohr kann jetzt hier fixiert werden in der Schelle, das hier. Und wir hätten jetzt hier einmal eine Kaltwasserleitung, die hier fixiert wäre. Und wir hätten hier zwei Warmwasserleitungen, die entsprechend auch gedämmt sind. Aber die würden jetzt in einem Schacht langlaufen. Dann würde sich trotzdem diese Kaltwasserleitung extrem schnell erwärmen und zwar zu schnell und zu hoch erwärmen. Was heißt zu schnell? Ein Tag. Im besten Fall. Ist der Schacht etwas kleiner, dann dauert das 3 bis 6 Stunden, dann ist diese Leitung zu warm. Und es bilden sich die ersten Legionellen. Das Wachstum der Legionellen kann man sich vorstellen, dass das quasi parabelförmig hochläuft. Das heißt, am Anfang ist es nicht so viel und dann wird es explosionsartig mehr, weil es sind ja mehr und dann ist eine Verdoppelung der Zellen wesentlich schneller. Das heißt, diese Leitung müsste jetzt noch gespült werden. Das heißt, sie müsste regelmäßig komplett leer gelaufen werden. Das heißt, wir hätten eine unfassbare Wasserverschwendung im Endeffekt. Das heißt, Leitungen zusammenlegen in einem Schacht entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik aktuell mehr. Das ist absolut gang und gäbe, dass das so gemacht wird. Aber es gibt eine ausführliche Studie aus Münster bzw. aus Steinfurt, wo genau das getestet worden ist, wie schnell sich diese Kaltwasserleitungen erwärmen. Und in den einschlägigen Vorschriften steht ganz klar drin, es muss sichergestellt werden, dass meine Kaltwasserleitung nicht zu warm wird. Das heißt, ich brauche zwei separate Schächte. Einen für die Warmwasserleitung und einen für die Kaltwasserleitung. Und der ist auch ein wichtiger Punkt. Wo läuft meine Kaltwasserleitung lang? Läuft die nur im Schacht hoch und dann direkt raus, ist das ja super. Habe ich jetzt aber zum Beispiel eine Fußbodenheizung. Schwarz. Ich habe meinen Fußbodenaufbau. Und ich habe hier drauf meine Kaltwasserleitung liegen. Ich habe dazwischen ein bisschen Dämmung liegen. Und ich habe hier drauf aber meine Fußbodenheizung, die roundabout 35 bis 45 Grad hat. Dann erhitzt sich alleine durch meine Fußbodenheizung in meinem Estrich dieses Rohr wieder zu schnell. Also eigentlich ist das schon kritisch. Das wissen die wenigsten und führen die wenigsten aus. Das ist ein ganz klassischer Mangel, der bei fast jedem Neubau vorhanden ist. Also im Optimalfall habe ich einen Schacht, da geht die Warmwasserleitung hoch und direkt quasi an die Leitung.
Ebenso sollte meine Kaltwasserleitung auch an alle Geräte einzeln angeschlossen werden. Also nicht eine Stichleitung, wo dann quasi einzelne Stiche zu den Armaturen gehen und zur Dusche gehen, sondern es geht ans Waschbecken, vom Waschbecken wieder runter, dann geht es an die Dusche, geht runter, dann geht es an die Badewanne runter und am Ende wird dann die Toilette angeschlossen, weil die Toilette am häufigsten benutzt wird. Dadurch auf die Toilette gehe und auf die Toilettenspülung benutze, einen starken Durchfluss durch meine Leitung und spüle sie frei. Das ist sehr, sehr gut. Dann gibt es zum Beispiel auch von Geberit mittlerweile sogenannte Freilaufeinrichtungen in diesen Toilettenkästen, nenne ich es jetzt einfach mal laienhaft, drin verbaut, die dafür sorgen, dass automatisches Wasser gespült wird. Die stellt dann fest, okay, in den letzten 3 Tagen, letzten 72 Stunden, gab es nicht so viel Liter Wasserlauf durch meine Leitung, also spüle ich jetzt und lasse so viel Liter Wasser wieder durchlaufen, um sicherzustellen, dass meine Leitung nicht Legionellen verseucht ist. So, paar wichtige Fakten am Ende noch. Ihr sagt, hey, das ist mein Privatobjekt oder hey, wer soll mich verklagen? Was soll denn davon passieren? Wie gesagt, es ist die Leitung, es ist euer Netz im Gebäude, aber dieses Netz ist frei verbunden mit dem öffentlichen Netz. Das heißt, egal was ihr in eurem Gebäude macht, führt es automatisch dazu, dass wir ein Problem haben fürs komplette Netz. Das heißt, der Versorger, wenn er das herausfindet, kann euch hier auf mehrere 10.000 Euro Strafe verklagen. Eventuell sogar viel, viel höher, falls er das ganze Netz dadurch quasi reinigen müsste. Es ist also nicht läppsch. Ich müsste dazwischen immer einen Systemtrenner haben, heißt das, den ich habe zwischen meinem Haus und dem Netz, um sowas sicherzustellen. Das hat aber fast keiner. Möglich ist das alles, aber es macht keinen Sinn. Deswegen macht es auch keinen Sinn, dass ich von meiner Heizung die Zirkulationspumpe ausstelle von der Warmwasserzirkulation in meinem Gebäude, weil sonst das wieder steht. Es bilden sich wieder Legionellen. Dieses Wasser, Legionellenverseuch, kann wieder ins Netz reingehen, verseucht mein komplettes Gebäude. Es macht keinen Sinn, meine Temperatur meines Pufferspeichers für meine Warmwasserbereitung runterzusenken, weil ich dann wieder das Thema Legionellen fördere. Es gibt in einem anderen Video, werde ich dazu was erzählen, noch zum Thema, über welche Systeme es gibt, um das wieder zu vermeiden und sondern Special Effects es quasi alles noch gibt, was man auch alles trinkwassertechnisch nicht darf, weil das ist ein Gesetz in Deutschland. Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und deswegen war es mir ein großes Anliegen, dieses Video zu machen, weil ich viele Planer habe, die ich dahingehend berate, die einfach diesen einen Schacht planen, die das planen. Und nachher bei einer Abnahme durch Kollegen, die so wissenhaft sind wie ich oder wie wir in der Firma, dann quasi zu Problemen führt im Endeffekt, weil man es nicht frühzeitig genug angegangen hat und dementsprechend geplant hat. Deswegen, wenn Sie es wollen, dass das direkt richtig geplant wird, dass Sie direkt über solche Sachen aufgeklärt werden, sprechen Sie uns gerne an. Wie gesagt, mein Name ist Luca Ahrens, ich bin Geschäftsführer der Firma Arc Energie. Wir sind ein Bauphysikbüro in Mainz, arbeiten aber bundesweit, haben auch jemanden sitzen in Berlin, Hannover und in Dortmund und kümmern uns um Schallschutz, Wärmeschutz und Brandschutzplanung und sind als Sachverständige in diesen Bereichen unterwegs. Und weil Warmwasserbereitung etc. sehr viel auch zu tun hat mit Wärmeschutz, aber auch mit Schallschutz tatsächlich, weil dort sehr, sehr viel falsch gemacht werden kann, sind wir da sehr, sehr tief geschult und können dabei sehr gut unterstützen.